Hallo, grüß euch, hier ist Inga. Ihr habt doch sicherlich schon mal gesehen, dass man mit solchen Salatschleudern auch Acrylgießbilder malen kann. Und zwar sind es hier die Löcher, die dafür verantwortlich sind, wie das Bild hinterher aussieht. Bei dieser Salatschleuder sind sie sehr klein. Und ich hatte mich gefragt, ob man vielleicht mit diesem Besteckkasten aus einem namhaften schwedischen Möbelhaus, ob man das vielleicht auch erreichen kann. Hier sind die Löcher allerdings größer und ich habe die inneren Löcher in der Mitte abgeklebt, weil ich eigentlich die Hoffnung hatte, dass da ein anderes Muster rauskommt. Wie ihr seht, habe ich es auch benutzt und herausgekommen ist dabei dieses kleine grüne Bild. Versucht's doch auch mal und schreibt mir, was bei euch draus geworden ist. Wir sehen uns, bis gleich.